Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Wochenauftakt zum Montag, hier dem 26.01.2015. Es begrüßt die JFD Brokers und Christian Kämmerer. Wir wollen hier heute auf etwas exotischere Paare blicken, die hier gemäß der Abfrage am vergangenen Freitag auf dem JFD Desktop hier in Erwägung gezogen wurden. Und in dem Zusammenhang am Montag zum ruhigen Auftakt will ich meinen, in Anführungszeichen Euro-US-Dollar, wie wir hier sehen, hat heute schon eine starke Bewegung hingelegt. Und zwar sehen wir hier den Euro-US-Dollar bereits mit gut 100, 112 Pips im Gewinn. Ganz kurz dazu, wir laufen hier in diesem Bereich 1,1290. Wenn es ein Overrange-Day wird, schon auf die erste Widerstandszone zu beim Euro-US-Dollar. Und hier haben wir auch schon den ersten tiefer liegenden Bereich um 1,1245, wo wir uns heute auch schon jetzt den Kopf gestoßen haben. Mal abwarten, was noch passiert. Es scheint die Luft raus. Deswegen, wie gesagt, gehen wir hier dem Wunsch nach der Abfrage einer Wunschanalyse. Und die nehme ich doch hier direkt mal im JFD-Devisenradar mit auf. Und zwar handelt es sich um zwei US-Dollar-Paare, besser gesagt zwei Währungen, die hier nicht in US-Dollar gehandelt werden, sondern der US-Dollar eben entsprechend. Und da haben wir hier im großen Bild, fangen wir hier links an mit dem Euro gegenüber der norwegischen Krone. Hier gehen wir mal in den Wochenchartintervall und hier dann noch den US-Dollar gegenüber der schwedischen Krone. Das wollen wir uns heute mal anschauen und diese Paare hier bewerten. Vom Großen bis ins Kleine. Beide Währungspaare sind auch natürlich bei uns bei JFD Brokers handelbar. Natürlich haben sie hier aufgrund ihres exotischen Charakters einen etwas ausgedehnteren Spread. Hier ist natürlich die Liquidität am Markt nicht ganz so enorm. Aber schauen wir uns mal das große Bild an. Wir haben hier den Kursverlauf in Sachen History seit Anfang, nee, beziehungsweise Ende 2002. Man muss dazu wissen, der US-Dollar gegenüber der norwegischen Krone notierte hier zum Millennium nahe der Marke von 10. Hoch im Bereich von 79, das haben wir hier jetzt nicht mehr auf der Agenda, aber man darf sagen, hier im Jahr 2000 stand das Währungspaar hier in dieser Region hier oben. Also wir sind hier noch längst nicht auf den Niveaus, die es unter Umständen noch zu erreichen gilt. Das heißt, der US-Dollar hat hier noch einiges an Potenzial vor sich. Wo wir allerdings aktuell stehen, das ist eben hier der Bereich, das Hoch aus 2002. Und das ist auch ein signifikantes Level, definitiv. Denn interessant wird es eben hier, wie es jetzt weitergeht. Wir haben eine starke US-Dollar-Aufwertung gesehen. Wir sind hier im Wochenchart-Intervall, ein Chart, jeweils eine Handelswoche. Und natürlich, wie bei vielen anderen Währungspaaren, ging es hier richtig zur Sache zum Sommer des Jahr 2014, des vergangenen Jahres. Wir haben hier einen signifikanten Widerstandsbereich nach oben aufgebrochen, hier im Bereich 627, 628, hier diese Horizontalzone, herrührend aus den Sommerhochs von 2013. So, machen wir das mal fix. Da gab es jetzt einen signifikanten Aufruf, sage ich schon, Ausbruch. Und das Level ist jetzt genau hier das Maß aller Dinge im Sinne einer möglichen Korrekturbewegung. Um Gottes Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der US-Dollar so tief zurückfällt. Vor dem Hintergrund Norwegens auch natürlich hier der fallende Ölpreis, die Ölpreisschwäche. Norwegen, ein Land, was hier natürlich insbesondere von der Ölpreisaufwertung partizipiert hat. Ein Land des Wohlstands, will ich sagen. Natürlich hier generiert durch die Ölpreisförderung, durch den Schatz, den hier Norwegen letztlich geborgen hat. Unterm Strich aber bleibt zu sagen, dass natürlich hier der Überschuss Norwegens sicherlich ein wenig Eindämpfung erfahren wird. Und vor dem Hintergrund, dass der US-Dollar in einem Rallye-Modus ist, und das hatten wir auch in der letzten Woche auch hier bei einem großen Euro-US-Dollar Big Picture dargestellt, darf gespannt sein, wie das Jahr 2015 noch ausfällt, aber der US-Dollar generell in der Aufwertungsphase und das gekoppelt hier mit jetzt einer ja, Ölpreisschwäche, die hier Norwegen sicherlich belastet, entspricht hier einer solchen preislichen Aufwertung. Technisch kann jetzt gesagt werden, dass wir hier natürlich ununterbrochen in einem Aufwärtsmodus stecken. Der dürfte sich auch mittelfristig weiter fortsetzen. Von dem Ölpreis hier über 100 Dollar ist jetzt hier aktuell nicht auszugehen in Kürze. Und insofern hier auch die Fantasie natürlich seitens Amerika in Sachen Leitzinsanhebung weiterhin im Markt. Aber wir sehen hier auch den Neigungswinkel der grob anjustierten, angelegten Aufwärtstrendlinien. Wir sehen, der fächert sich immer mehr weiter nach oben auf. Wir haben hier noch keine 90 Grad erreicht, aber der Winkel ist steil. Tatsache ist, wir haben hier eine gewisse Konsolidierung und es deutet eigentlich vieles darauf hin, dass wir hier eine weitere Aufwertung fahren.
Schwäche in dem Zusammenhang mittelfristig durchaus kaufenswert. Das heißt, der US-Dollar dürfte weiter aufwerten gegenüber der norwegischen Krone. Und hier, wenn man hier Supportbereiche lokalisieren wollte, dann bietet sich hier der Bereich um 7,35 roundabout an. Wir haben hier einen kleinen Horizontalsupport auf Wochenbasis und haben hier diese Aufwärtstrendlinie beginnend seit Sommer 2014. Die kann man auch ein bisschen verschieben, gar keine Frage. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Aber hier wäre in jedem Fall ein sehr, sehr schönes ja, Sprungbrett für einen weiteren Aufstieg in Richtung 9-59-79, wie eingangs schon erwähnt, wenn es denn überhaupt zu so einer tiefen Rücksetzer oder zu einem solchen tiefen Rücksetzer kommt. Ansonsten bleibt das Paar generell in einem Aufwertungsmodus, speziell hier oberhalb von 7,87-14. Wenn wir hier praktisch ein neues Verlaufshoch markieren, ein neues Mehrjahreshoch, dann ist es definitiv an der Zeit zu sagen, dann geht der Preis hier eben direkt durch die Decke. Wir sind aber auf einem aktuell hohen Niveau und eine Konsolidierung wäre mal nicht schlecht. Das muss man ganz klar sagen. Bei vielen US-Dollar-Paaren, natürlich auch Euro-US-Dollar, haben wir hier eine enorme Bewegung gesehen in eine Richtung und wir sehen eben hier jetzt mit dem Hochpunkt auch aus dem Jahr 2002 herrührend. Es ist ein schönes Level, auch hier in Verbindung dieser Zone, die zu einer Konsolidierung einlädt. Mittelfristig aber kann gesagt werden, die Aufwertung dürfte weitergehen, solange der Preis hier oberhalb von 7,35 ungefähr bleibt. Bedenklich wollen wir an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, wenn es hier unter 7, kann man hier das Verlauf dieser zwei Kerzen nehmen, dann hätten wir auch den Trendlinienbruch. Wir haben auch den EMA 20 auf Wochenbasis. Also wenn wir hier unter 7,1350 fallen würden, da wäre die Trendlinie definitiv gebrochen, dann der EMA 20 auf Wochenbasis in Gefahr und dann darf man hier Haltezonen entsprechend tiefer dieser Aufwärtstrendlinie und signifikant ganz starkes Unterstützungsniveau hier bei rund 6,28, 6,29 definieren. Das hier ist natürlich dann im Fall einer ja, Art crashartigen Abwertung dann sicherlich ein Niveau, welches man dann hier in Erwägung ziehen dürfte. Aber generell, die Rallye bleibt hier wohl oder übel intakt. Schauen wir uns dazu jetzt im Gegenlauf mal die schwedische Krone an. Die Charts werde ich übrigens gern auf dem JFD Desktop dann nochmal bereitlegen, sodass Sie als Guidance-User diesen natürlich dann auch weiter bearbeiten können. Gut, jetzt nochmal hier auch in die Woche gewechselt. Große Bild. Hier auch zu Beginn gehen wir mal wieder bis zur Kurshistorie zurück. Ein bisschen länger hier ausgereift, aber hier kann auch gesagt werden, wir haben hier das Hoch im Jahr 2009 anhand dieses Charts, aber das Währungspaar stand schon auch im oder zum Millennium auf Niveaus im Bereich 11,11. Ja, also hier deutlich schon im zweistelligen Bereich, das haben wir hier gar nicht mehr auf der Pfanne. Soll uns auch aktuell gar nicht stören, weil wir, wenn wir uns den Chart anschauen, lokale Hochpunkte sehen, die es erstmal anzugreifen gilt. Das wäre eben hier das Hoch vom März 2009 bei 9,3279. Das wäre hier ein mittelfristiges Ziel, was auch durchaus erreichbar scheint. Auch bei diesem Währungspaar sieht es so aus, als wären wir natürlich hier weiter in der Fortsetzungsbewegung, wenngleich hier dieser parabolische Anstieg schon sehr, sehr anmutet und auch natürlich hier für eine Konsolidierung oder für eine Konsolidierung sprechen würde. Also mal durchschnaufen wäre durchaus eine Intention, ist aber dahingehend nicht unbedingt das, was hier jetzt hier auf breiter Front vorausliegt, denn die schwedische Regierung hat hier auch unlängst eine Senkung des Bruttoinlandsprodukts bekannt gegeben und auch die Wirtschaftsdaten zuletzt nicht unbedingt stark. Das spricht alles dafür, dass natürlich auch hier der US-Dollar weiteren Auftrieb erfahren dürfte. Doch für den Fall, dass es eine Konsolidierungsphase gibt, haben wir hier noch anhand des Charts eine viel, viel schönere Supportzone, nämlich hier den Bereich knapp über 8. 803, 804. Diese Zone, hergeleitet hier aus den vergangenen Hochpunkten 2009-2010, ist eine sehr, sehr stabile Supportzone rein aus der Support-Natur heraus. Und dann nehmen wir nochmal dazu hier eine äußerst steil anliegende Aufwärtstrendlinie. Diese gepaart dann hier mit dieser kurzfristigeren Aufwärtstrendlinie. Das sind Niveaus, die hier durchaus unterstützend wirken können. Aber mittelfristig auch hier die Ansage, der US-Dollar dürfte wohl weiter steigen. Natürlich hier rein prognostisch, aber es scheint hier durchaus dazu zu kommen, dass wir hier zunächst die Niveaus von knapp 39 mal ins Visier nehmen, mittelfristiger Natur, solange wir hier oberhalb von 803, 804 verweilen. Rücksätze, wie gesagt, wären in diesem Bereich durchaus kaufenswert. Critical oder kritisch könnte es werden, wenn man dann auch hier so einen kleinen Horizontalsupport rüberzieht, wenn wir hier unter 7. Ja, es geht ein Stück weit tiefer, unter 77 fallen würden. Das wäre dann auch hier der EMA 20, bewegt sich auch in diesem Bereich, gar nicht schlecht, 6,65, 77, also 7,65, 77, interessantes Level. Wenn der Markt da runterfällt, dann sieht es wohl auch eher so aus, als würde eine größere Korrektur im Haus stehen. Aber auch das scheint
nach aktueller Einschätzung hier nicht der Fall. Konzentrieren wir uns lieber darauf, was hier der Trend sagt. Und der weist nach oben, sicherlich überhitzt bei beiden Währungspaaren, aber eine ganz klare Sache, dass man hier davon ausgehen muss, dass der Markt wohl noch nicht fertig nach oben scheint. Der US-Dollar insbesondere. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen für den heutigen Radar zum Wochenauftakt. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche und schauen Sie im Desk vorbei. Nachher gibt es nochmal Live Trading TV und morgen dann natürlich zur gleichen Zeit wieder das JFT Devisenradar um 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.